Hallöchen und willkommen zu einer neuen Runde Guild Wars 2 mit dem Teichi und dem Marius. Ja, wir haben ja das letzte Mal hier ein bisschen die Karte freigeschalten, wollen jetzt Main Quests weitermachen. Erstmal mit meiner, dann mit Teichis. Aber es gibt ja so ein paar einige neue Sachen und vielleicht weißt du davon mehr. Jo, und zwar haben die ja letzten Dienstag, lass mich lügen, letzten Dienstag am 14. oder 15.04. haben sie ja das große April-Release durchgeführt und haben da unter anderem, fangen wir mal an mit dem Garderobensystem, haben sie eingeführt. Wenn du, Marius, mal auf dein H drückst, ja, also auf dein Männle gehst, Oh ja. kannst du jetzt links unter deinem Vieh da. Gott sei Dank, ja. Gibt es eine Garderobe? Ja. Siehst du die? Wenn du da drauf gehst, kannst du jetzt auswählen: hier Kopfbedeckung, Schultern, Brust, was auch immer. Und da werden jetzt alle Sachen, die du irgendwann mal gefunden hast und seelengebunden, also beziehungsweise seelengebundene Sachen gibt es nicht mehr. Es ist jetzt alles, wenn dein Account gebunden Okay. oder halt nicht gebunden. Das wird dann alles da drin gespeichert. Ja. Okay. Und oder auch Sachen, die du findest und wiederverwertest, werden auch da drin gespeichert in dieser Garderobe. Und jetzt kannst du jetzt irgendwas zum Beispiel auswählen und kannst dann für Transmutationsladungen, die kann man sich entweder kaufen oder finden oder wie auch immer. Also kaufen, wenn dann nur in der Schwarzlöwen-Handelsgesellschaft, also für Ja. Edelsteine. Kann man jetzt das Aussehen seiner Rüstung in die man will, ändern. Ah, okay. Ist eigentlich ganz schick, weil ich habe ganz oft mit meinen Mädchen schon Sachen gefunden, die würden extrem cool zu meinem Worry passen und auch andersrum. Dazu noch neu ist das Skillsystem, wenn du mal ins runter gehst, links, Fertigkeiten und Eigenschaften. Dann mal auf Eigenschaften gehen. Wirst du jetzt Ja. sehen, wir hatten ja mal eigentlich was. Haben wir Stimmt. jetzt nicht mehr. Haben wir nicht mehr. Kann Das ich gar nicht anklicken. wird jetzt nicht mehr so freigeschalten, sondern das wird jetzt, glaube ich, also hier jetzt ab Level 30 und ich glaube dann aller 5 Level immer bloß, werden dann immer 5 Punkte freigeschalten, weißt du? Ah ja. Da kannst du immer gleich diese Hops gehen, musst nicht mehr einzeln Punkte ausgehen, gehst gleich diese Hops. Es gibt aber auch neue ultimative Fertigkeiten. Okay. Noch cool ist auch, du musst kein Geld mehr ausgeben, um deine ganzen Eigenschaften wieder zu verlernen. Du kannst es jetzt einfach so machen. Das hat ArianeNet damit begründet, weil die wollen, dass du mit deinem Bild rumspielst. Die wollen, dass du dich ausprobierst, dies, das. Ja. Und es gibt halt in den Eigenschaften auch neue ultimative Fertigkeiten. Zu jeder Eigenschaft, die du hast, das hast du ja fünf Unterpunkte, fünf große Unterpunkte, gibt es eine neue ultimative Fertigkeit. Die musst du dir entweder kaufen beim Lehrer, kosten. Oh Gott, lass mich lügen. Ich glaube, 40 Eigenschaftenpunkte oder Fertigkeitenpunkte. Hier 40 Fertigkeitenpunkte, diese blauen und 3 Ja, Gold. okay. Oder du kannst die auch auf der Karte, zum Beispiel durch Besiegen von speziellen Gegnern oder durch irgendeine Schatztruhe finden, kannst du die dir auch frei, so freischalten. Ah, okay. Geht auch da, wo du die finden kannst. Ist aber manchmal mit irgendwelchen Events verbunden oder sonst irgendwas. Also mit meinem Mage habe ich gerade mal das unter Wasser, also meine Wasserfertigkeit, das Ultimative freigeschalten, weil da musste ich nur eine Schatztruhe finden. Für alle anderen muss ich immer irgendwelche Events machen. Immer wenn ich gerade da bin, ist das Event nicht da. Dann warte ich 20 Minuten, dann geht es mir auf den Sack, weil das Event nicht startet und ich gehe wieder. Okay, ja. Ja, so ist das dann. Was gibt's noch Neues? Ah ja, Reparaturkosten gibt es keine mehr. Habe ich ja dir vorhin schon mal gesagt. Ja. Haben sie abgeschafft. Ja, warum auch immer, so teuer fand ich es nicht. Aber Nö. ja. Ich glaube, das ist auch. Dann haben sie halt ein neues Mega-Server-System eingeführt, wo wir ja auch gerade am Anfang schon Probleme hatten, dass wir uns nicht gleich gesehen haben. Aber um das jetzt zu erklären, dann geht lieber auf die Guild Wars-Seite. Da haben sie es schöner erklärt, dass ich das jetzt erklären kann. Genau, sowieso, wenn ihr das Video seht, ist die ganze Sache schon wieder, ne, wahrscheinlich wieder ganz anders. Ja, man hofft es ein Blei, aber ja, kann schon sein. Gut. Main Quest bei mir im Wald. Und zwar muss ich erstmal den Wald finden. Blöd. Ach da. Ein bisschen nach Westen. Der
zeigt's mir jetzt auf dem Hain an. Und dann gehen wir halt in Hain. Geh mal an Hain, obere Distrikte. Jupp. Wenn es dann mal geladen hat, können wir auch weiterspielen, denke ich. Es lädt sich aber gerade eben ab hier. Meine Güte. Spiele ich jetzt schon mit meinem schlechteren Notebook, ja, und ich bin immer noch schneller als du. Ja. Supi, haben wir es ja. Meine Fresse. Ich gucke mal schnell. Es scheint hier irgendwo gleich zu sein. Ah, ich soll anscheinend. Vision der Finsternis. Oh ja. Mit nur so ein Donnern im Hintergrund. Ah, mich plagt schon wieder der Heuschnupfen, das ist nie feierlich. Irgendwo habe ich auch meine Graspillen, aber ich weiß nicht wo. Die Graspe. Ja, das wird in der Fachsprache so genannt. Nein, in der Fachsprache nicht, aber umgangssprachlich wird das so genannt. Okay. Jedenfalls bei mir. Ihr kommt gerade zur rechten Zeit. Karras hat uns erzählt, was geschehen ist. Ich habe den Spiegel untersucht, doch ich verstehe die Magie nicht. Wenn wir Tegwen retten wollen, brauchen wir die Hilfe des blassen Baums. Bitte, Mutter. Tegwen ist meine Freundin. Ohne sie bin ich hilflos. Sie lehrte mich, eine Hainhüterin zu sein. Sie lehrte mich alles. Ich weiß, dass ich nicht sehr klug bin, aber sie war immer gut zu mir. Ich darf sie nicht für immer an einem so schrecklichen Ort lassen. Meine beste Freundin ist in großer Gefahr. Ich wünschte, sie wäre wieder in diesem Kreidkäfig. Fasst Mut, mein Kind. Die Magie des Spiegels ist mir nicht unbekannt. Tegwen lebt noch, auch wenn sie sehr weit weg ist. Gebt die Hoffnung nicht auf, Karis. Wir müssen tapfer sein, für Tegwen. Wohl gesprochen. Die Hoffnung ist mächtiger als jede Waffe. Sie ist ein Licht im Dunkel, ein Stern, der nach Hause führt. Um Tegwen zu retten, müsst ihr durch den Spiegel nach Orn reisen und sie dort finden. Traherne und ich halten das Portal offen, damit ihr zurückkehren könnt. Beeilt euch. Wenn Saitans Diener das Portal entdecken, könnten sie in den Hain vordringen. Das darf ich nicht zulassen. Ich verstehe, Mutter. Wir werden nicht zaudern. Okay. So viel Dunkelheit. Ja, wir werden nicht zaudern. Seid tapfer, meine Kinder. Das scheint hier auch irgendwie. Ich bleibe und verteidige diese Seite des Portals. Die Hey, ich will auch so eine Blase. Wieso kriege ich keine Blase? Warum kriegen alle eine Blase außer mir? Du kannst sterben im Ja, Spiegel. stirb halt. Das scheint Sehr irgendwie freundlich, sehr freundlich. der Oberbaum gewesen zu sein, wa? Wer? Die da, die in diesem hellen, gelben Licht geleuchtet Ne, hat. das ist quasi der Avatar des Baums. Ah ja. Ah, Band. Wir müssen Tegwin finden. Bitte, Jetzt habt ihr alle auch keine Blase mehr. Ich bin beruhigt. Das ist also Orr? Es ist so tot. So etwas So Totes ist tot. Es ist so unmöglich. tot. Nein, wirklich? Ein riesiger, untoter Seeigel? Ist denn gar nichts heilig? Ein riesiger, großer, untoter Seeigel. Eine tote Hand, noch mehr tote Hände. Werfen vor allen Dingen Zeug. Hey, ich kann aber nicht zurückwerfen. Jupal. Jawohl, bodenlose Frechheit. Spielen ja Tower Defense mit uns. Nope. Nur wir sind besser. Nur, dass wir die Blöden sind. Hey, dafür sind mal starke Blöde. Ja. Das für den ersten Rush, ne? Das ist ja jetzt nie. Oh!
passieren, schon wieder immer sterben. Truff, 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 truff. Jawohl. Spinnen. Ganz was Neues. Ei. Ich mag Spinnen nie in Computerspielen. Nee, ich auch nie. Ich mag sie generell nicht. Ja, das ist mir nie so schlimm. In Computerspielen sind die immer, da wird mal verlangsamt und vergiftet und... Ja. Das macht Spinnen zu nervigen Gegnern, ist überall so. Aber wie sie sterben. Ja, das geht ganz gut hier. Ja, die können ja nix, können die. Oh. Machen ganz schön Schaden. Halt noch ein bisschen mehr aus als die davor. Ja, hab ich auch so das Gefühl. Irgendjemand ist hier umgefallen. So, klar. Lob halt. Will ihre Freundin retten und hält niemand den Zombie aus. Ja, schon ziemlich schlecht. Ja, pull die Viecher mal ran hier. Ja, genau. Na, dann pull ich halt noch ein bisschen mehr. Da ist Feuer auf dem Boden übrigens. So, ja, ich weiß. By the way. So, es sind aber viele. Ja. Aber wir sind schon in der Nähe, scheinbar, laut Minimap. Stellt sich an, ey. Ist schon wieder Ja. Warum geht der auf dich, wenn ich die ganze Zeit Ja, ich will auch nie was hier, was das soll. Brech ist sowas. Jupp halt. Und der läuft wieder auf dich zu, also ich versteh's grad nicht ganz. Ja, ja. Wie hier die Aggro berechnet wird. Mann, Mann, Mann. Geh halt auf, Olle. So. Weiter. So, viele sind es nicht mehr, so wie es aussieht. Ja, bloß gut. Zack, drauf da! Tjihau! Ich habe heute noch gar nicht meinen täglichen Diablo-Run weg. Nein! Wie kannst du nur? Ah, ich bin umgefallen. Geht doch nicht. Danke. Oh. Nö, hier müssen wir nicht hin. Da ist außerhalb des Gebiets. Ja. Cool. Die spawnen schon wieder nach, oder was? Nee, die hatten wir nur noch nicht. Okay. Nö, oh, der hat mir ja ganz schön auf die Fresse gehauen. Aber die. Oh. Ja, hier ist auch nie. Was müssen wir überhaupt machen? Findet Tekwin. Tekwin finden. Ja. Hä? Dann machen wir das mal. Irgendwie. Machen wir das mal. Darum ist ja noch einer. Anscheinend noch einer, aber der ist im Berg verbuggt.
Sehr gut. Ja, dann muss er wohl im Berg sterben. Triffst du denn? Ja. Tagwin? Ja. Immer aber aus dem grünen Kreis raus. Ja, eben. Ja, dumm. Okay. Witzig. Ach, hier, auf Enmar? Was auf Enmar? Ach, da. Auf Enmar steht sich hier unten. Lol. Stand doch gerade noch nicht hier. Nö. Hallo. Der kniet sich. Tagwin, ich dachte schon, wir würden euch nie finden. Und dass Saitan euch auffressen würde. Karis, ihr seid mir gefolgt. Erneut. Habt ihr den Spiegel auch berührt? Was habt ihr euch dabei gedacht? Im Caledon-Wald wart ihr sicher, das wusste ich wenigstens. Jetzt sitzen wir alle hier fest. Wir sitzen hier fest. Traherne und der blasse Baum halten das Portal des Spiegels offen, aber wir haben nicht viel Zeit. Wenn wir uns beeilen, kommen wir aus Orr weg, zurück in den Hain. Das ist kein Witz. Wir kommen nach Hause? Ben, der Mutter sei Dank. Karis, verrücktes, tapferes Mädchen, bleib dicht bei mir. Oh, ist kein Ort, der Fehler verzeiht. Da kommt doch bestimmt noch irgendein Veteran oder so, den wir noch töten müssen, bevor wir hier rauskommen. Wenn schon, denn schon, oder? Was richtig hässlich ist. Ja. Richtig großes, hässliches. Ist die Alte jetzt da, ja? Da. Das ist das Tal, in dem wir angehen. Naja, war ja klar. Das Portal muss ganz in der Nähe sein. Fängt ihr wieder an mit ihren lustigen Schilden und Beams und gut. Allen möglichen Zeug, ja. Sag ja nichts. Also doch, hab was gesagt, aber nichts Negatives. Das klang aber schon ziemlich negativ, Marius. Festgestellt. Hast du? Musst du das nächste Mal bitte vor den Satz setzen. Feststellung. Ja. wie bei KOTOR damals, dieser Kampfdruide. Der rote. Ja. Äußerung. Drohung. Ja, das ist genau. Oh, Fleischling. Cool. Wow. Die nehmen aber viel Schaden mit. Ja, schon ein bisschen. Obwohl viel auch relativ ist. Ich habe letztens eine Ratte mit meinem Mage mit 70.000 gekrittet. Der ist ja auch schon Level 80, ne? Ja, trotzdem. Die arme Ratte. Ich frag mich, wie die Crits so bei WoW momentan aussehen. Von dem Mage. Will ich gar nicht so genau wissen. Ah, die wollen es wieder zurücksetzen jetzt in den Schaden sozusagen. Mit dem Ach so? Ach, wollen sie dafür auch die Lebenspunkte anpassen oder wie? Ja, genau. Ja. Und sozusagen wie die Rentenmark nach der Inflation ist. Machst du dann, wenn du startest das Spiel und Level 1, machst du dann 0,003 Damage sozusagen? Ja, klasse. Und wenn du dann größer bist, dann machst du dann halt wieder deine 500 Schaden. Der Test, wenn du mit Level 1 dort irgendwo reingehst, ne, ist ja kacke. Na, ich weiß nicht, wie sie das mit Level 1 dann. Na gut, ich meine, man kann ja auf Knopfdruck Level 90 spielen. Was, Geld echt? Investiert. Ja, ja. Da im Inneren des Spiegels kräuselt sich etwas. Da kräuselt sich etwas. Ja, na, jetzt aber los hier. Ich sehe den Junker. Und das müssen Tagwin und Karis sein. Wo kamen jetzt eigentlich die ganzen Spinnen her? Ich weiß es nicht, aus dem Spiegel oder so, die haben sie reingeschickt, um uns zu ärgern. No, geht! Prüft, ob sie auch würdig sind. Oh, ich glaube, es hat die Map nicht. Ah, jetzt. Na, hat bei mir auch ziemlich spät geladen, die Map. Heil zurückgekehrt. Traherne, schließt das Portal jetzt. Dann sind wir wieder sicher. Danke, Mutter.
Ich kann im Namen aller sagen, dass wir froh sind, wieder zu Hause zu sein. Das war ein übler Ort. Kalt und hoffnungslos. Wie ermordete Seelen. Ich spüre seine Eisigkeit im Geiste. Ganz ruhig, meine Tochter. Ihr seid jetzt sicher. Und die Wärme des Hains wird euch bald aufmuntern. Bleibt für eine Weile beim blassen Baum, kleine Schwester. Euer Geist wird mit der Zeit heilen. Glaubt mir, ich weiß es. Die Verderbnis des Drachen lässt das Herz krank werden. Wenn wir Saitan nicht aufhalten, wird die ganze Welt dahinwelken und sterben. Ich verstehe jetzt, was ihr meint, Mutter. Wir dürfen die Drachen nicht gewähren lassen, selbst wenn es uns das Leben kostet. Mein Kind, ich bin stolz auf euren Mut und eure Hingabe. Obgleich ihr Schrecken erblickt habt, versteht ihr jetzt unsere größte Waffe gegen sie. Die Hoffnung. Danke, Mutter. Ich werde darüber nachdenken. Wenn ihr mich wieder braucht, werde ich bereit sein. Danke, Mutter. Kommt, ihr habt viel durchgemacht. Eine Brustrüstung. Eine Brüstung kann ich mir aussuchen. Eine Brüstung. Habe ich das von Brüsten gehört? Nein, nur von Brustrüstung. Da steckt das Wort Brust ja drin. Wenn ich jetzt aber wirklich Ausrüstung anlegen will, darf ich nicht in der Garderobe sein, sondern bei Ausrüstung, ne? Ja, du kannst doch einfach im Inventar Doppelklick drauf machen, dann macht das auch. Naja, wieder sowas Ekliges, naja. Die sieht schon wieder kacke aus. Ja. Das ist mir schon manchmal ein bisschen leid. Ja, so Puschelarme, wie so ein... Ach, keine Ahnung. Naja, gehen wir mal raus hier. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss. Ciao.